Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Nordfriesischen Marsch Vierfach am Dienstag. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Und ja, natürlich, ihr habt ja darauf gewartet, ich weiß, wir zahlen jetzt die Schulden zurück. Es ist der Tag gekommen. Es ist der 30. Juni. Wir müssen das mal so, ne? Der 30. Juni, in dem wir hier die Schulden alle zurückbezahlen. Wir sind schuldenfrei. Schuldenfrei. Ich sag's nochmal, schuldenfrei. Alter, ist das ein geiles Gefühl. Das heißt, jeder einzelne Euro, der jetzt reinkommt, wird investiert. Weil wir haben vorher dieses Geld, was wir als Kredit genommen haben, haben wir auch investiert, ne? Aber es hat jetzt wirklich, wenn irgendjemand mal Zeit hat von euch, ne? Rechnet mir bitte aus, wie lange es jetzt gedauert hatte, bis ich die Schulden, von dem Tag, als ich die Schulden aufgenommen habe, bis zum heutigen Tag, an dem wir schuldenfrei sind. Und eine Sache muss ich nochmal loswerden. Das ist jetzt zwar mega klugscheiße, aber Grüße gehen raus an die Leute, die immer gesagt haben, der Werner endet Projekte immer mit Schulden. Hust, hust, räusper, räusper. So, was macht der Werner hier schon wieder? Wir müssen noch ein bisschen Heuballen abgeben, leider. Bei der Muschelfutteranlage für die Produktion, für die Mission. Und das habe ich jetzt, deswegen habe ich mir jetzt einen Anhänger geschnappt und kippe hier ein bisschen Heu aus, sodass wir dann mit der Presse gleich drüber fahren können. Und, dass wir das auch beenden können heute, ne? Ah, jetzt müssen wir noch ein paar Sachen machen hier. Hackschüssel muss nach oben, da muss ich noch einen automatisierten Kurs mitnehmen. Beziehungsweise erstellen, weil das ist nichts momentan. Ja, gestern, Thema Baustelle, weiß ich jetzt noch nicht Bescheid. Ich nehme 2, 3, 4, 5 Folgen im Vorhinein auf, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich mache mir da mal, ich mache mir da schlau. Kompost wird auch verkauft heute, und zwar bei... Kompost muss ich immer nachgucken, ne? Kompost geht weg bei der Gärtnerei. Gucke mal. Bei der Gärtnerei für 700 irgendwas, aber das ist auch vollkommen okay, weißt du? So, zack, aktiviert, passt. Wo ist meine Presse? Da ist meine Presse. Weil dann haben wir die Geschichte nämlich auch mal erledigt. Die schleife ich jetzt auch schon ein paar Tage vor mir her. So, deswegen habe ich das von der Heutrocknung geholt. Und werde das jetzt einfach mal so hinpressen. Da seht ihr mal, wie viele Ballen da rauskommen. Weil die Ballen nehme ich dann gleich mit dem LKW, bringe die hoch, ist die Mission abgeschlossen und dann ist das Thema erledigt. Das geht sich nicht aus, Werner. Das sehe ich doch mit freien Auge, dass sich das nicht ausgeht. Jetzt haben wir so einen großen Hof, weißt du, und ich mache hier so einen Scharmützel. So. So. Ich denke, das muss reichen. Wir haben ja schon 95% der Ballen, also 95% der Mission haben wir ja schon. Also, es muss einfach reichen. So, wir nehmen aber noch alles mit, weil ich weiß genau, dass mir das immer an diese Situation erinnern wird, wenn dann noch was liegen bleibt jetzt. Ich versuche jetzt wirklich alles mitzunehmen. So, der MAN hat durchdrehende Reifen. Müssen wir gleich mal schauen, wo der ist. Aber im besten Fall ist er schon am Hof. Im besten Fall. So, ausschalten, Pickup hoch, Ballen rauslassen. Da liegt noch was rum, ne? So, wie viel sind das jetzt noch? 2, 4, 6, 8, 9 Ballen. Das muss eigentlich reichen, das muss eigentlich dicke reichen. So, passt. Jedes Fusselchen aufgeräumt und somit können wir die Presse zurückstellen. Der LKW ist noch nicht da. Wo ist denn der hingefahren? War jetzt gerade irgendwie ein Filmriss? Warte mal. Wo ist denn der LKW hin? Genau, Thema Primus. Wurde auch jetzt nochmal gesagt, verkauft die endlich. Ja, ihr habt recht, die wird verkauft. Weil ich die Pellets wirklich rein über die Produktion hier machen lasse und nicht mehr über die Primus. Das hätte ich zwar schon vor 20 voll machen können, aber nö. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wir müssen aber trotzdem mal gucken wegen dem LKW. Alter, was machst denn du hier unten? Du solltest schon lange zu Hause sein. Wie sehen eigentlich unsere Bäume hier aus? Ah ja. Bisschen dauert es noch, ne? Bisschen dauert es noch. Zack.
Gärtnerei angekommen, sehr gut. Der ist ja nicht weit weg von zu Hause. Gut, hier werden wir dann gleich nochmal verkaufen, den Kompost. Dann ist der Kollege auch wieder frei, sehr gut. So, weg damit. Dann schauen wir gleich weiter, was wir noch haben. Genau, das Feld Nummer 1, glaube ich, war das, oder? Ist jetzt bereits wieder empfangsbereit. Im Wachstum, das ist abgeerntet. So, das heißt, wir schnappen uns da jetzt mal eine Sämaschine und packen da Weizen drauf, ne? Oder was braucht man denn noch alles für Mehl? Warte mal. Mehlproduktion, Mehlfabrik heißt es, Entschuldigung. Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel, Tritikale. Ich nehme einfach mal Weizen, weil ich denke, das ist aber nur eine persönliche Meinung, dass Weizen am produktivsten ist von allem. Das Stroh muss ich ja nicht nehmen. Das Stroh kann ich ja theoretisch, wenn ich davon genug habe, gut verkaufen kann ich es allemal. Alter, Tabak, Vermehrungsgras, Weizen, so ist richtig. 136.000 Euro für ein bisschen Kompost? Ja, moin. So, dann machen wir nochmal voll hier. Dicke Bärte sind unterwegs, ne? So, und dann hauen wir noch ein bisschen Dünger rein, dann müsste das eigentlich klappen. Ja, wenn der LKW dann endlich mal Zeit hat, nach Hause zu kommen, dann können wir vielleicht sogar noch die Mission heute abschließen. Das wäre gar nicht so verkehrt, ne? Saatgut haben wir da noch drin. Dünger! 10.000 Liter? Oder waren das 100.000 Liter? Ich weiß gar nicht mehr. So, der Kollege ist auch angekommen. Den werden wir jetzt gleich machen. Und dann kann der schon mal aufladen, während wir hier unterwegs sind, ne? Ist jetzt vielleicht für ein paar viel Geklicke momentan, aber ich versuche halt so viel wie möglich unter einen Hut zu bringen. Ich vergesse auch die ganze Zeit, dass ich den Lenker hier stehen habe, ne? Aber, naja. So, du nimmst mit, Alter, da gibt's so viele Sachen, ne? Lieber Feedback, wenn du das sehen solltest, ne? Kann man das nicht so machen, dass die Sachen, wo null drin sind, ausgeblendet werden, sondern dass nur bei einem positiven Lagerstand angezeigt wird, was ich mitnehmen will? Geht das nicht? Wäre schon ein bisschen schön, weißt du? So, du fährst jetzt gleich wieder. Ist halt sehr viel auf einmal, aber jo. Sägewerk, Hof aus Sägewerk. Jawohl, jawohl. Aber wenn du überlegst, ne, was wir hier parallel bewegen, das ist schon auch nicht so verkehrt. Und die Mission heute noch, müsst die Premos verkaufen. Ja. Kann schon noch gut werden heute. Der fährt zurück. Was haben wir denn für den jetzt zu fahren? Das ist jetzt gerade meine Frage. Wow. Alter! Bist du nur so hart abgebogen? Also das war jetzt aber heftig, ne? Alter, ist der falsch abgebogen gerade. Warum? Habe ich es nicht verstanden. Habe ich irgendwie falsch... Ach, erster Wegpunkt habe ich eingegeben. Ich bin auch ein Plepp, weißt du? Oh Gott, war das jetzt gerade schrecklich. Jetzt ist richtig. Oh. Das war jetzt gerade heftig, ne? Also, puh. Okay. Lass uns davon nicht runterkriegen. Weiter geht's. Aber wir müssen die Sämaschine anschließen, ey. So, wir brauchen Quaderballen. Nein, wir brauchen Missionspaletten. Nein. Eierkartons. Nein. Baumwolle. Nein. Den brauche ich. Quaderballen vom Addon. So, dann nehmen wir die jetzt mit, machen die Mission fertig, bringen die Premos weg, schauen, dass der Johnny heute noch gestartet wird mit dem Ansehen des Feldes. Und dann bin ich prinzipiell eigentlich schon mal glücklich. Schuldenfrei, der Betrieb läuft weiter. Da, mehr will ich eigentlich gar nicht, weißt du? So, ausschalten. Ich mache es mal abladen. Oh, alles gut, habe ich noch gefangen, oder? Ja. Muss ja auch auf die Achse verteilt werden, das Gewicht, deswegen habe ich das gerade gemacht, ne? So. Ab zur Mischfutteranlage und hoffentlich reicht das. Ich hoffe, es wird inständig, ne? Wenn das wieder nicht reicht, dann bekomme ich irgendwie eine schlechte Laune. So, der 1050er ist auch angekommen. Super schön. Ihr müsst jetzt denken, wir haben noch keinen Euro. Also schon, ein bisschen. Aber wir haben jetzt noch, die BGA haben wir noch komplett vor uns, ne? Also die BGA haben wir noch
noch gar nichts reingeworfen, jetzt wirklich was Relevantes. Alter! Nein! Ich hab keinen Bock mehr. Wie viele Ballen fehlten denn da oben, bitte? Das kann doch nicht sein, dass da so viele Ballen abhanden gekommen sind von der Mission. Ich weiß, dass einige von euch geschrieben haben, lies sie ab und schreib sie... Ach, weißt du was? Nee, das machen wir jetzt auch, weil das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Ich bin ja schon zweimal hingefahren. 99%, weißt du? So, 59.905. Ist das irgendwie ein Bug gewesen oder sowas? Ich weiß es auch nicht. So. Dankeschön. Hab ich gern gemacht. Irgendwann ist einfach, also ich bin echt ein geduldiger Mensch, ne, aber zweimal jetzt und dann wegen so wenig, das ist übel. So, der Primus kommt da weg. Ich habe sowieso keine Zeit, muss man ehrlich gestehen, ne? Da jetzt Ewigkeiten mit der Primus rumzumachen. Ich glaube, ich kann auch den Paus verkaufen. Das ist besser, wenn wir uns einen zweiten Ratter dafür einen Hof kaufen. Weil der eine Ratter, der muss ja, also sollte ja zwangsläufig da bleiben beim was würden wir jetzt sagen? Bei der BGA. Und der andere, der zweite Ratter, der da kommen sollte, der wird einfach eine Hofgeschichte werden. Ne? Wir haben da hinten noch Silage, wir haben da hinten noch Mist zu verladen, also das wird immer wieder so sein. Und da brauche ich einfach was Großes, Schönes und keinen Paus. Weil der Paus ist zwar cool, aber ist einfach eine Spur zu klein für die Marsch. Das muss ich einfach mal so sagen. So, Hackschnitzel, also ja, Hackschnitzel funktionieren auch sehr, sehr gut. Perfekt. Alter. Alles gut. So, passt. Heute ist aber wieder ein Tag, du. Bah! Okay. Ich park den einfach mal hier, ne? So. Und jetzt machen wir weiter. Wir werden das jetzt mal vier veräußern. Ja, alles noch top in Schuss, ne? Ist ja ganz klar. Und ja, die hat auch Geld gekostet, ne? So ist nicht. So, du bist wieder angekommen. Sehr schön. Hast du gut gemacht. So, ist es vielleicht jetzt schon... Also, wir sind schuldenfrei. Ich muss das nochmal wiederholen. Schuldenfrei. Wir können ja mal ein bisschen Geld ansparen und dann gucken wir einfach mal, was wir damit machen können. Machen müssen, machen sollen, wie auch immer, ne? So, was ich mit dem jetzt gerade mache, wir werden den mit dem Hackschnitzel hochbringen, ne? Weil da müssen wir nicht immer mit dem kleinen Spooky fahren, sondern können auch mit dem großen fahren. Hackschnitzel, jawohl. Einmal voll machen, bitte. So, den setze ich jetzt noch an und dann bin ich eigentlich schon zufrieden mit dieser Folge. Ich glaube, dass das Ding 18 Meter hat. Ich müsste nochmal nachgucken, dicke Bertha, wie sie jetzt. Also bin ich jetzt nicht ganz schlüssig. Aber können wir mal schnell nachschauen, ne? Dicke Bertha, dicke Bertha, dicke Bertha. Hier, 12 Meter. Habe ich nicht. Habe ich noch nie angesehen mit der hier. Ehrlich? Ne, müssen wir neu machen. Ja, ist kein Problem, ne? Können wir neu machen. Übrigens, liebe Leute, habe ich euch vergessen zu sagen. Modliste ist aktuell. Ne? Also Modliste, schaut unten in die Videobeschreibung. Modliste hat der Jörgi gemacht. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr cool. Dankeschön, Jörgi, für dein Engagement. Die Leute werden es dir danken. Numero uno. Wir nehmen dreimal Vorgewende scharf. 12 Meter. Ist korrekt. So, läuft. F1 sehen 12 Meter. Dann war das auch schon mal. Weiß noch mal eingestellt? Eigentlich alles, was ich brauche, ne? Ja, der Paus. So leid es mir tut, aber momentan ist ein schönes Gerät, aber ihr habt recht, steht halt nur rum und das ist halt Quatsch. Ich brauche kein Gerät zum Rumstehen, ich brauche ein Gerät, was die Sache erfüllt, die ich brauche, weißt du?
Komm jetzt erstmal weg. Ich habe, wie gesagt, BGA zu klein, Hof zu klein. Ansonsten brauche ich keine solche Gerätschaften. Real talk, ne? Aber gut, ist so wie es ist. Der wird noch verkauft und damit haben wir dann für heute schon mal wieder fertig. Ich danke jetzt schon mal herzlich fürs Zuschauen. Dankeschön auch für eure Geduld. Wie gesagt, schuldenfrei. Haben wir noch hingebracht. Hat bis jetzt war echt ein steiniger Weg, aber mit dieser Konsequenz, die wir da haben, 300 Euro die Woche, 300.000 Euro die Woche, war das schon, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur mal noch voraus. Wir haben jetzt schon wieder 650.000 am Konto. Ohne Hintergedanken, dass wir noch was zurückbezahlen müssen, was ein sehr, sehr gutes Gefühl ist, muss ich gestehen. Und ja, ich bin erstmal raus. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen, macht's gut. Ciao, ciao.